Eisschnelllaufen mal anders. Auf zwei Teppichstücken schiebt sich Eisschnellläuferin Bente Kraus durch das Malteser Familienzentrum Manna in Neukölln. Die Leistungssportlerin und Olympiateilnehmerin von Sotschi ist seit Donnerstag Patin des Malteser Familienzentrums und verbringt einen lustigen Spielenachmittag mit den Kindern. Ich habe mit meiner Position als Spitzensportlerin natürlich eine Vorbildfunktion, die ich gerne vermitteln möchte. Und als ich die Anfrage vom Malteser Zentrum bekommen habe, ob ich hier das Manna unterstützen möchte, habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil ich gerne was mit Kindern mache und gerne den Kindern das vermittle, was ich in all meinen Jahren des Sports erlebt habe. Und darauf habe ich Lust. Auf dem Programm stehen an diesem Nachmittag neben der etwas anderen Form des Eisschnelllaufens auch Sackhüpfen und ein Geschicklichkeitslauf mit Hindernissen. Das Malteser Familienzentrum Manna bietet Freizeitangebote für alle Altersgruppen und freut sich über die Unterstützung aus dem Spitzensport. In Bente sehen wir eine junge, dynamische Frau, die engagiert ist und etwas machen möchte. Und gerade aus dem Bereich des Sports ist das was für unsere Kinder, die hier hinkommen, auf jeden Fall ein Punkt, der für die ganz wichtig ist. Das heißt, sie sehen das, was sie macht, sie können dann nacheifern. Bente nacheifern konnten die Kinder jedenfalls beim ersten gemeinsamen Spielenachmittag, der nicht das letzte Treffen gewesen sein soll. Ich möchte auf alle Fälle in den Zeiten, wo mir die Möglichkeit besteht, hier ins Manna-Zentrum kommen, mit den Kindern Nachmittage verbringen oder Ausflüge mitmachen, die das Zentrum hier plant. Andererseits würde ich sie auch gerne zu mir ins Sportforum einladen, dass sie mich beim Training begleiten können. Das hört sich nach einer Menge Spaß an, auch wenn die eine oder andere sportliche Aktivität noch etwas Übung erfordert.